Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit der KTM Duke 96R und ja, einer Scheibe, sie ist dran. Gestern ganz spontan gekommen, gestern war Samstag und habe ich dann kurz vor dem Regen noch montiert, leicht grau, also ich habe nicht die ganz dunkle genommen und auch nicht die ganz klare, ich denke das passt eigentlich so. Zum Motorrad sieht nicht komplett scheiße aus, aber ist ein bisschen schmutzempfindlich, wie ich finde. Also ist auch ein bisschen dünner als die von der Honda, die Scheibe. Aber was soll's, ist halt, ja, die Funktion steht halt im Vordergrund. Das Design wird dadurch nicht komplett zerstört. Die Montage war ja recht einfach. Ich dachte eigentlich, ich muss in den Scheinwerfer bohren, aber tatsächlich bleibt man hier halt am Rand. Ich habe es hier ein bisschen verletzt, als ich mit der Bohrmaschine durchgekommen bin, aber sieht man eh nicht. Ja, 4 Schrauben. 10 mm bzw. 10,5 mm und dann sind das hier so Gummihalterungen, die sich dann halt zusammenziehen. Sieht eigentlich jetzt nicht komplett scheiße aus und hier halt ein bisschen Abstand, damit es halt nicht vibriert oder so. Und ja, so sieht es dann von vorne aus. Ich weiß es noch nicht, heute scheint leider nicht die Sonne und in der nächsten halben Stunde soll es regnen, also ich bin nur kurz raus hier gefahren. Wie das dann mit der Spiegelung vom Tacho ist, aber das sehe ich dann halt in den nächsten Wochen, wenn ich fahre. Und bisher eigentlich, wo ich gefahren bin, ganz zufrieden. Der Wind ist relativ stark aktuell, aber ich will gleich mal auf die Autobahn fahren, da eine Runde und dann wieder zurück, denn ich möchte nicht unbedingt nass werden. Also starten wir mal und fahren auf die Autobahn mit dem Heckrucksack, mit der Hecktasche. Ist das Aufsteigen immer sehr schwer. So, ready to race. Und dann fahren wir mal los. Also man merkt schon bei diesen Geschwindigkeiten, dass der Druck hier bis unters Kinn vom Helm deutlich weniger ist. Also schon bei Geschwindigkeiten von 50 merke ich das deutlich, dass ich jetzt eine Scheibe habe. Und ich bin mal gespannt, wie das dann mit Geschwindigkeiten ja von 100 und mehr ist, wenn ich denn hier auf die Geschwindigkeit kommen kann. Ich kann jetzt während ich die Maschine einfahre sowieso nicht zu schnell fahren. Ich glaube 120, 125 oder so ist schon der rote Bereich hier, der mir angezeigt wird. Aber das reicht ja auch, um zu spüren, wie der Wind ist. Und dann einen kleinen Test zu machen. Was ich noch gut finden würde, wenn die noch ein bisschen höher ist, damit der Wind direkt ja so an den Helm kommt. Das ist jetzt gefühlt so leicht unterm Helm. Aber das dürfte sich dann auch, ja, mit 50 auf die Autobahn fahren ist auch ein bisschen scheiße, ne? So, also Geschwindigkeiten von 100, sagen wir 25 oder so, ist deutlich entlastet der Brustkorb. Der einzige Wind, den ich jetzt noch massiv spüre, ist an den Armen rechts, also an den Schultern und halt natürlich hier an den Händen, aber das lässt sich halt nicht vermeiden, jetzt wird es regnen. Und im Gegensatz zu der ohne Windscheibe komplett ist das natürlich extrem viel besser. Also wenn ich vorher ohne Scheibe gefahren bin, dann musste ich mich halt wirklich nach vorne beugen. Und jetzt, wenn ich mich nach vorne beuge, spüre ich richtig, also wenn ich so sitze, wird der Wind über den Helm gebracht. Also das ist schon, also ich kann jetzt ganz gerade sitzen. Und das ist absolut kein Problem. Ich spüre hier fast keinen Wind. Ich kann meine Hand so ruhig halten und hier ist nichts. Ja, hier fahre ich mal wieder runter. Ah, scheiß Regen, ey. Also insgesamt, ja, der erste Test ist super. Also ich könnte mir damit vorstellen, locker längere Touren zu fahren, ohne dass ich vom Motorrad geweht werde. Oh, Regen. Mach mich fertig. Also so fühlt es sich halt jetzt so an wie mit der Honda. Die Honda hat ja auch den Wind
eher über den Helm, also an den Helm gebracht, von der Windausrichtung. Der hat ja ungefähr hier aufgehört, aber jetzt so ist super. Also ich bin absolut zufrieden. Ich bin auch froh, dass ich die leicht graue Version der Scheibe genommen habe von Puig. Die habe ich bei Motea, ist der Shop, glaube ich. Da gibt es aktuell 20% Rabatt. Und da habe ich halt statt 90 oder statt 85 Euro halt genau 70 bezahlt plus 3 Euro Versandkosten oder so oder 4 Euro. Irgendwie sowas. Also da habe ich schon früher für die Honda meine Hebel bestellt. Zum perfekten Glück müssten jetzt natürlich noch Handcards dran. Dann wird mir auch nicht so kalt an den Händen sein. Dann wäre noch ein bisschen mehr Windschutz, weil ich habe jetzt die Dünnhandschuhe und es ist jetzt 17 Grad. Das ist schon ja grenzwertig, würde ich sagen. Und dann... Ja, dann nur noch die Sturzbügel. Also die Handguards kosten um die 100 Euro. Habe ich bei KTM Schnellversand oder irgendwie so einen Laden gesehen. Und die Bügel halt, da weiß ich halt noch nicht, welche Farbe, ob orange oder schwarz dazu passen würden. Und ich tendiere aktuell eher zu schwarz, wobei man das den orangen Rahmen... Man hat halt hier an diesem Motorrad nicht so viel orange. Also würde, glaube ich, sogar ein orangener Sturzbügel helfen, wobei die vorne dann halt so breit und hässlich aussehen, aber ja, der Schutz geht halt irgendwie vor, wenn das Motorrad mal umstürzt, dass nicht alles kaputt ist, weil aktuell würde halt der Kunststoff hier und so weiter alles abbekommen und so könnte man halt wirklich alles, vorne hat er ja schon die Achsenschützer dran, die waren ja bei der R-Version sowieso schon dran und wenn ich jetzt noch den Bügel hole, wäre die eigentlich relativ gut geschützt, plus die Handguards dann hat man schon ja, einen guten Rundumschutz und Funktion. Also Design und Funktion in einem, finde ich, passt eigentlich bei diesem Motorrad ganz gut zusammen. Wenn man die Scheibe nimmt und dann die Sturzbügel, das ist schon nicht schlecht. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich die Scheibe mit der Zeit verhält. Da war halt so ein Hinweis drauf, dass man die nur mit leichtem, mit so einem leichten Tuch und Wasser abwaschen soll. Also die von der Honda war wirklich widerstandsfähig, die Scheibe. Die sieht mir ein bisschen fragiler aus, aber was wir für 70 Euro erwarten, ist halt ein Stück Kunststoff und ja, das ist halt ja, günstig, aber man darf hier auch ein bisschen schneller fahren. Komm schon. Danke. Ja, also das war die kurze Ausfahrt. Es wurde sich ja beschwert, dass ich zu lange Videos mache, was ja stimmt. Teilweise laber ich irgendeinen Mist. Die erste Ausfahrt mit der Scheibe von Puig an der KTM 96 Duke Air ist gelungen. Die Montage war ja eine halbe Stunde hat circa gedauert. Ich habe erst klein gebohrt mit 4 mm, dann 6, 8 und dann 10 mm. Musste dann halt noch ein bisschen drin rumdrehen, um das auf 10,5 mm rauszukriegen, um diese Hülsen dann reinstecken zu können. Aber insgesamt war es eigentlich ganz einfach für einen absoluten Laien, der irgendwie nichts mit Technik zu tun hat, war das kein Problem. Ich habe halt nur die Schablone nicht genutzt. Ich habe den Scheinwerfer vorne komplett abgebaut. Also hier muss man nur drei Schrauben lösen. Und dann hat man den ganzen Scheinwerfer mit den Blinkern in der Hand. Man muss die drei Kabel lösen und dann kann man das ganz normal zu Hause in Ruhe machen. Was sich dann mit einer Bohrmaschine oder einem Elektroschrauber dran anbietet. Und ich habe es halt einfach dran gehalten, dann auf den Kunststoff gemalt mit dem Filzstift oder mit dem Kugelschreiber, so dass man das halt sieht, dann vorgebohrt, einmal angepickt, vorgebohrt und dann war das erledigt. Nur, dass ich mir die Maske innen zweimal ein bisschen beschädigt habe, ist natürlich schade, aber ja, das ist halt nicht zu ändern, das ist halt... Das wird dann, ja, zur Not, wenn man sie verkauft, kann man halt eine neue Maske kaufen, um die kleinen Kratzer da wegzukriegen. Oder ich klebe da irgendwie ein Carbon-Stück drauf oder irgendwie sowas. Das kann man ja alles dann machen, wie man möchte. Ja, das war's dann auch mit diesem kleinen Video. Wer Fragen zu der Scheibe hat, kann sie mir natürlich gerne in die Kommentare stellen. Ihr könnt mir natürlich auch sagen, wie ihr das Design findet. Einige finden es hässlich, einige finden es, ja, geht so. Also wirklich schön finden sie. Ich finde es jetzt auch nicht super schön, aber die Funktion steht halt im Vordergrund und ich spüre jetzt nichts auf der Brust. Das ist so geil. Und das Motorrad sieht dadurch nicht viel schlechter aus, finde ich zumindest. Aber das ist natürlich immer Ansichtssache. Also, sagt mir, wie ihr diese kleine Scheibe hier findet und dann sehen wir uns im nächsten Video, während ich hier versuche, einigermaßen trocken nach Hause zu kommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.